Hallo beim fünften Part von Terraria. Letztes Mal haben wir uns das Bleichschwert gebaut und leider Gottes haben wir den haben wir den Höhlenforschertrank unnötig verbraucht. Beziehungsweise meine Dummheit hat den unnötig verbraucht. Oh Gott. Es war gut, dass du jetzt hier aufplöppst, weil dann kann ich später leichter mir einen Endboss, nicht den Endboss, mir einen Mini-Boss. Oh, danke schön, dass du verreckt bist. Bauen, aber auf jeden Fall, ich habe nicht weit viel weiter gespielt. Ich bin, glaube ich, nur ein Stück noch weiter gelaufen, um das Crimson hier zu finden. Wie heißt es? Pumera, glaube ich. Denn wir haben bisher immer noch keine Truhe gefunden. Das will ich so schnell es geht ändern. Oh nee. Mir wurden die Arme ausgerissen vom Gesichtsmonster. Ach du Scheiße. Ich dachte, das ist ein Kinderspiel. Ich dachte, das ist passend für meine Altersgruppe. So 3 Jahre. Was bist du denn? Kann ich dich mitnehmen? Ich würde dich echt gerne mitnehmen. Ah, ich kann sie sogar mitnehmen. Ich kann ja mal die Map anmachen, mal wie viel wir dann schon erkundet haben. Also, wie bin ich gerade gestorben? Apropos Moment. Wie bin ich gerade gestorben? Das ist unser Spawn. Hier irgendwo. Das ist Haus. Das müsste der Schmelzofen, Amboss. Werkbank, das Tierfeld. Ja, okay. Auf jeden Fall, es geht noch viel, viel weiter. Also es ist jetzt auch keine große, sondern eine mittlere Map. Ich vermute entweder, ich vermute, dass hier der Tempel für den Fluch ist. Scheiße, es geht nur Schluck auf. Leute, ich finde es voll geil, wie das hier so ein Detail so. Ich will heute endlich eine Truhe finden, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Denn ich habe das einfach bisher, ich habe bisher noch keine gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die ausgestellt habe. Ich glaube nicht, dass ich die ausgestellt habe. Ich hoffe es einfach mal nicht, okay? Bitte bringt mich nicht um, wenn ich es aus Versehen ausgestellt habe. Dann werde ich es natürlich. Okay, anstellen bringt natürlich nichts mehr. Ich werde mir nichts erschießen. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Stuff. Aber das soll kein Problem sein. Ich meine, wir sind ja richtig krass. Wir sollten das irgendwie gehandelt kriegen. Ich werde jetzt offscreen da vielleicht reingehen oder so, um eine bessere, mehr Erze für eine bessere Rüstung zu bekommen. Nicht das Vieh. Ah, du kannst mich anballern. Oh Gott, das kann mich doch anballern. Oh nee. So. Kannst mich mal. Deswegen. Wir können auch hier reingehen, obwohl. Erstmal durch den Crimson durch. Das ist am Anfang, glaube ich, auch immer das Schwerste. Wir haben 11 Bleibarren. Wir brauchen mehr. Wäre geil, wenn wir in diesem Part noch 30 bekommen. Scheiße. Paar Leben verloren. Oh, da ist ein Eingang, da würde ich gerne reingehen. Da gibt es zwar, glaube ich, keine Truhen. Was ist das? Vertraue dir nicht. Doch, da gibt es eine Truhe. Ja, die erste Truhe. Einfach alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Die Truhe auch. Das Blei, das hätten wir mitnehmen können. Wollten uns ja ein bisschen Bleirüstung machen. Ich nehme die Krüge beabsichtigt nicht mit. Ich bin nicht blind. Hallo. Eine Fresse. Plötzlich doch Fackeln. Bisschen zu blöd dafür. So, und da ist auch schon ein Altar. Wenn ich den so abbauen möchte, gibt's Schaden. Na, wenn ich ihn so mit einem Hammer abbauen möchte, gibt's Schaden. Ich finde, was war das? Was war das?
Mir ist, kannst du hier ruhig noch eine Truhe geben. Oh, dann vielleicht ein bisschen höher. Was ist da? Oh mein Gott, es kommt hier hoch. Oh Gott. Oh, I, was ist das für ein Geräusch? Ich bin mich nur noch am Beschweren. Oh Gott, da kommen. Oh Gott. Nee, ne? Stirb, stirb, stirb. Ich bin gestorben. Sonst aber nicht aufhalten. Sternschnuppe. Jetzt können wir uns Mana bauen. Ja. Ich wäre der Meinung, wir machen. Wir machen einfach. Wir haben jetzt eine Truhe gefunden, das reicht. Wir haben jetzt auch eine Truhe zum Einlagern. Und wir haben, wofür auch immer das da ist, zum. Ah, okay. Brauche ich gar nicht. Und jetzt eine Truhe zum Einlagern. Könnte ich hier drauf packen, das wäre geil. Nee, schade. Ich packe die hier vorne hin. Erstmal kommt da, ich sollte ja später alles ablegen. Achso, falsch. Alles ablegen. Ist das Strahlentrank? Einen nehme ich mal mit. Hallo? Darf nehme ich mal zwei mit. Den Splay lasse ich hier. Das bringe ich da. So, das nehme ich hier gleich auf. Toll. Soll ich jetzt noch mitnehmen? Ein paar Wurfmesser, ne? 60. Ja, genau, 60 gelandet. Ja, jetzt kann ich eigentlich. Nee, komm, ich nehme nicht. So, hi. Was du denn so? Eisenhauttrank. Oh, das ist gut. Großer oder kleiner? Kleiner. Was hast du denn hier? Flinkheitstrank. Oh, der ist geil. Den können wir aber auch eigentlich sofort süppeln. Wie lange? 3 Minuten 25% schneller. Tja, mit den Sprintboots wird man 50% schneller, aber die findet man eigentlich hauptsächlich nur in Truhen, die wir hier kaum haben. Ich hasse es. Die kann man dann, glaube ich, immer noch zu Geisterstiefeln und so einen Kack machen. Stirb. Ich will hier runter, hab ich Seile mit? Nein, ich habe die Seile vergessen. Ich laufe hier einfach mal runter. Guck mal, ob das geht. Das hier ist das Schwerste, was ich bisher erkunden kann. Ich hasse Sandhöhlen. Die Gegner sind. Hier gibt es wenig Erze. Die Gegner sind meiner Meinung nach ein bisschen zu stark. Wenn ich hier mal Gegner. Da unten schon das erste Vieh. Und die machen wieder Geräusche. Jetzt sieht man. Da. Deswegen sind die Strahltränke nicht so wichtig. Deswegen, ich werde jetzt einen Eisenhauttrank trinken. Ich ein bisschen stärker bin, ist das. So. Obwohl, Tränke sind ein großer Vorteil. Das spricht für Magier. Aber ich meine, wir können es ja auch so Tränke gönnen. Wobei es dann vom Endboss ein richtig geiles. Ja, geh weg. Kann ich dich hitten? Na. Ich so wohl weg. Ich hab Wurfmesser. Gut, dass ich das auch jetzt erst merke. Stirb! Krieg das hier nicht mal. Deswegen würde ich lieber auf Fernkampf oder Nahkampf gehen. So. Das erste Vieh ist tot. Lange gedauert. Aber es ist tot. Also, ich finde jetzt keinen Grund, mich nicht zu abonnieren. Bisschen Abo-geil. Da ist doch noch was. Ah ja, das ist gut. Spinnnetze für Jojos. Ich hoffe, wir finden den Skeletthändler ein bisschen später. Ich weiß, es gut ist für das Jojo, aber
Hals, ist scheiße. Oh Gott, was geht denn hier ab? Ich blöd einfach mal rein. Scheiße. Jetzt muss ich da rein. Ich warte jetzt den perfekten Moment ab. Die springen jetzt runter. Das Vieh kommt dann jetzt runter. Das habe ich gemeint mit unnötig schwer. Mit zu schwer. Und den Tod nehme ich jetzt als Ende für den vierten oder fünften Part. Dann sage ich jetzt bis dann und bis zum nächsten Part und ciao.